Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und ich glaube, ich werde heute einen Preis gewinnen als Wahrsager. Ja, so würde ich doch vermuten, denn heute, ich habe mich ja ein bisschen gefreut, muss ich euch ehrlich sagen, ist das eingetroffen, was ich euch schon vor genau 10 Tagen vorher gesagt habe, und das werde ich euch hier gleich zeigen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, Freunde. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen Danny hier unterstützen auf dem Weg zu 10.000 Abonnenten, das ist so krass, es fehlen wirklich nur noch so wenige, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen kleinen YouTube-Kanal abonniert. Das könnt ihr hier unten tun, kostet euch nichts und damit seid ihr Teil dieser, ja, wundervollen Trash-Familie. Ich lade für euch mehrmals am Tag hoch und kommentiere, ja, die neuesten Ereignisse der Stars, damit ihr sie selbst euch nicht anschauen müsst. Aber worum wird es heute gehen? Es geht heute ja um Iris Klein, denn sie hat sich jetzt zurückgemeldet mit verschiedenen Kalendersprüchen, das kennt ihr schon, aber auch einigen neuen Informationen. Und da habe ich mich ein bisschen, drüber gefreut, denn ich habe vor genau 10 Tagen auf eine Story von ihr reagiert und gesagt, wenn das nicht bald eine Kooperation werden wird, was sie uns da so untergejubelt hat. Wir reisen mal in die Vergangenheit und ich zeige euch den Clip, damit ihr wisst, worum es geht. Das ist mein eigenes Video, also Quelle, das ist für mich auch da, Quelle Dannys Trash Highlights, glaube ich, heißt der Kanal. Hier zitiere ich mich selbst und zitiere Iris Klein von Instagram. Wir hören mal rein. Und die Kaffeemaschine, die baue ich jetzt gerade auseinander. Die habe ich ja von zu Hause mitgenommen. Und tue jetzt erstmal hier die Teile rein. Mit diesem Wassergerät bin ich auf Kriegsfuß. Was ein Wahnsinn. Was macht man ich damit? Ich muss mich noch an so viele Sachen gewöhnen. Aber jetzt? Ich habe auch was Cooles gefunden. Jetzt Vergangenheit, ein bisschen was für mich, meine Schönheit. Ne? Mhm. Es ist ja auch nie zu spät, damit anzufangen. Und trinke jetzt heute mein zweites Fläschchen Kollagen. Ja? Ja. Da wundert sich. So, da hat sie jetzt einen Brief bekommen. Und mal, ich hatte jetzt erstmal so den Eindruck gehabt, sie tut hier was für sich. So hat sie es gesagt. Und auf dem Brief steht, hallo liebe Iris, bist du auch schon so aufgeregt wie wir? Du bist dabei, deine 30-tägige Supplementierung mit unserem Prime Biotic Kollagen zu beginnen. Bestimmt hast du schon mal darüber nachgedacht, etwas für dich und deine Gesundheit zu tun. Wär mal interessant, ob das jetzt der Beginn einer zukünftigen Werbekampagne wird. Also ob wir hier die Geburt einer Werbung sehen. Jetzt ist ja so dieser vermeintliche Test. Ich habe mir das selbst gekauft, ich teste das mal. Und in 2 Wochen haben wir denn dann von der Firma einen Rabattcode, wo ihr das dann bestellen könnt. Ich bin gespannt. Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Wenn, dann werden wir das ja hier sehen. Und dann möchte ich dann Hellseher Danny genannt werden. Aber es scheint sich hier etwas... Dann möchte ich Hellseher Danny genannt werden. Ich möchte jetzt, dass alle den Hashtag in die Kommentare Hellseher Danny schreiben, denn was ist passiert? Ich hab's doch geahnt. Es ist heute die Kooperation gekommen, genau 10 Tage später. Ganz, ganz wichtig, so dieses ganze trinkbarer Kollagen-Mist. Da gibt es ein extra Video. Da habe ich wirklich auch nicht neutral drüber berichtet und euch auch durch einen Experten auch nochmal erklären lassen, dass das wirklich nichts bringt, außer einen besseren Poop, also eine bessere Verdauung, ja. Verlinke ich euch hier irgendwo in der Ecke, dass ihr euch das Video unbedingt anschaut. Da ging es tatsächlich nicht um Iris Klein, sondern um Dani Büchner. Hat keinen großen Unterschied gemacht, das gleiche Thema, nur mit einer anderen Frisur. Gut, gucken wir uns jetzt aber die Story von heute an. Wir gehen so ein bisschen durch die Zeitgeschichte mit Iris und dann seht ihr aber auch das, was wir hier aufgegriffen haben. Kommt mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ganz allein meine Kaffeemaschine entkalkt. Und jetzt gucken wir mal, ob sie funktioniert. Das Geräusch. Es geht alles. Juhu. So langsam bin ich echt stolz auf mich. Ich kriege alles alleine hin. Selbst dieses Ding da. Ich hoffe, den Toaster auch. Schöne Küche. Die Sonne scheint, es wird wieder wunderschön hier. Ich gehe jetzt gleich unter die Dusche. Und ich habe hier so ein altes Bild gefunden, wo ich gerade gedacht habe, Mensch, das passt ja. Leben heißt nicht zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen.
Ja, Ja. ich kenne den Spruch auch noch mal anders. Ich laufe bei Regen durch den Park, damit niemand meine Tränen sieht. Zitat Danny Pelletier. Stimmt, mache ich gerade. So, jetzt aber auch mal mit Gesicht wieder. Hallo, ihr Süßen. Halt! Anzeige hier oben, also eine Werbemarkierung. Gerade habt ihr es schon in ihrer kleinen Hand gesehen. Wartet, 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 wartet. Da! Und da seht ihr es, da ist es schon in der Hand, das kleine Kollagenfläschchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird. Die Anzeige ist auf jeden Fall jetzt schon markiert. Also, es ist eine bezahlte Werbepartnerschaft. Hallo, ihr Süßen, ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's jeden Tag ein bisschen besser. Ich habe jetzt gerade geduscht und die Haare geföhnt. Gut siehst du aus, Ines. Und die wachsen jetzt auch Iris. langsam wieder und ich bin total happy. Und ich habe auch noch 8 Kilo abgenommen. Sieht wirklich gut aus. Ja, jetzt kriege ich ja wieder langsam eine Taille. Schön. Dann wird es ja Zeit für ein Fotoshooting. Dann Tanzen machen wir wir mal ein zusammen. paar Bikini-Bilder am Meer Freue ich oder mich. auf der Finca. Nein. Und mein täglicher. Nicht die Finca, die 3000 Euro Mietfinca, lieber Iris. Ich will das so gesagt bekommen. Und jetzt aber gut eingefangen, das ist das Kollagen. Haben wir schon bei Dani Büchner gesehen. Und jetzt bin ich gespannt. Schott. Kollagen. Kollagen. So, Na ich habe gut. natürlich meinen Termin verwechselt. Ich gehe nämlich heute ins Fingernagelstudio und ich habe beschlossen, die Fingernägel werden rot. Oh. Ja, nehme ich euch Habe ich gerne auch mal mit. abgestimmt für. Ja, und jetzt. Cheerio! Und weg, der Kollegen. Ja. Super. Lecker! Krass, gestern hat es bis zu 40 cm geschneit hier auf Mallorca und es war richtig kalt. Aber heute Na? sieht es schon wieder anders aus, denn Schönste heute Insel der Welt. scheint die Sonne. Und da kann ich so richtig wieder Vitamin D tanken. Ich gehe jetzt raus und wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal ins Nagelstudio. Dann hole ich noch ein paar Sachen ab. Dann gehe ich zu meiner Freundin und dann machen wir uns einen schönen Tag. Mit Und ihr Kollagen. fragt mich immer alle, Iris, wie schaffst du das so stark zu sein? Ich schaue nach vorne und nimmer zurück. Und nimmst Vor allem, wenn Kollagen. ich zurückschaue. Das macht mich oft noch traurig und das will ich einfach nicht mehr. Deswegen ein Tipp von mir für euch an alle Frauen, die das Gleiche erleben wie ich oder erlebt haben wie ich. Schaut nach vorne, schaut nach euch, gebt euch Kraft, tut euch was Gutes. Dieser Filter. Mache ich auch. Ja, so viel erstmal zu der trinkbaren Kollagen-Story-Teil. Hier war bis jetzt erstmal nur die Anzeige, noch kein Link, noch kein Rabattcode, aber es wird kommen. Und jetzt kommt wieder Vergangenheits-Danny, Gegenwarts-Danny und jetzt die Nachricht an Zukunfts-Danny. Ich vermute, in den nächsten 5 bis 10 Tagen sehen wir die nächste Story, denn mit dem Rabattcode und dann mit entsprechendem Link zu der Seite, wo ihr auch denn dieses trinkbare Kollagen für 69,99 € euch bestellen könnt. 30 Tage Ration, ganz, ganz wichtig. Ich sage euch jetzt nicht, macht es nicht. Nö, ich sage euch, macht euch vorher schlau, wie wirkungsvoll das ist. Und wie gesagt, das Video zum Kollagen, welches ich gemacht habe, ist hier verlinkt. Dann müsst ihr eure eigene Entscheidung treffen, ob ihr es trotzdem versuchen wollt oder nicht. Ich für meinen Teil würde das nicht trinken. Gut, aber es gibt noch eine zweite Story. Mal sehen, der Vollständigkeit halber, schauen wir mal, was sie noch zu sagen hat Ja, ihr habt mir heute. geschrieben, was juckt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine kleine Wildsau an ihr Wer kratzt? ist die Wildsau? Ganz genau. Mich juckt das nicht mehr. Mich juckt es wirklich nicht mehr. Ich gucke auf mich, ich gucke auf mein Leben und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Denn ich habe ganz, ganz viele neue Oh, Pläne. bitte Ihr werdet nicht. schon staunen, was ich noch alles so mache jetzt. Denn jetzt bin ich dran. Ja, jetzt bin ich dran. Tolle, starke Worte von Iris Klein. Ich will mal Ines heute sagen. Von Iris Klein. Ich bin sehr gespannt, wann die trinkbare Kollagenwerbung so richtig losgeht. Aber wie gesagt, jetzt habt ihr schon mal gesehen, das ist schon mal eine markierte Werbestory. Also hier sind wir uns ganz, ganz sicher, dass wir bald hören werden, wie gut es ihr geht. Und vermutlich hat sie diese gesamte Trennungsphase aber auch durch das trinkbare Kollagen überstanden, weil das hat ihre Stimmung deutlich verändert.
verbessert. Gut, ich bin jetzt hier nicht der Apotheker, kann euch jetzt nicht sagen, ob das wirklich so sein kann. Schaut euch dazu einfach das Video an, was ich schon gemacht habe. Da werdet ihr auch mit den Ohren schlacken, Freunde. Ja, das war's heute von mir. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es war wirklich völlig verrückt, auf mich selbst von vor 10 Tagen zu reagieren und mich dann selbst zu hören. Also, es tut mir leid für einige, die jetzt hier eine Verwirrung hatten. War bei mir nicht anders, aber trotzdem, jetzt verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns morgen früh, wenn ihr mögt, um 8 wieder zum ersten Kaffee. Gerne mit mir und eventuell Kater Luke, der ist jetzt aber irgendwie nicht da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, helft mir gerne auf dem Weg zu den 10.000 YouTube-Abonnenten. Es wären nicht mehr viele, ich glaube noch 200 oder so. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mich hier zu verfolgen, mich zu abonnieren, Freunde. Ich mache jetzt Schluss. Also mit dem hier. Tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.